Ich lese Medikamente im Test von der Stiftung Warentest. 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare. Es geht um Akne und es werden Wirkstoffgruppen bzw. Wirkstoffe beziehungsweise Kombinationen von Wirkstoffen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Und der erste Wirkstoff ist Adapalen. Der wird äußerlich angewendet und Adapalen verkleinert die Talgdrüsen und vermindert die Talgproduktion. Außerdem wirkt es entzündungshemmend. So, Differin, da haben wir es noch. Und es ist geeignet bei leichter bis mittelschwerer Akne. Die therapeutische Wirksamkeit bei leichter bis mittelschwerer Akne ist belegt. Wichtig zu wissen. Tragen Sie Mittel mit Adapalen nicht auf, wenn Sie einen Sonnenbrand oder Ausschlag haben, Ihre Haut entzündet oder abgeschürft ist. Die Haut kann sich röten oder schuppig, kann jucken, brennen, trocken werden und damit verletzlicher. Falls diese Symptome nach einer Woche nicht besser geworden sind, sollten Sie erneut einen Hautarzt aufsuchen. Die Haut wird auch lichtempfindlicher. Setzen Sie die Haut daher während der Behandlung nicht der Sonne aus. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Damit Adapalen bislang keine ausreichenden Erfahrungen für die Schwangerschaft vorliegen, sollten Sie es dann nicht anwenden. In der Stillzeit können Sie es anwenden, aber keinesfalls an der Brust. Aber keinesfalls an der Brust. Der Säugling darf damit nicht in Berührung kommen. Ja, das war's schon zum Thema Adapalen. Als nächstes kommt Adapalen und Benzoylperoxid in Klammern äußerlich. Tschüss.